Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video bei LeoCraft. Im heutigen Tutorial möchte ich euch... Irgendwie habt ihr gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, oder? Hoffe ich doch. Heute gibt es nämlich kein Tutorial, sondern eine Map-Vorstellung. Und zwar ist das die Redstone World von dem YouTuber TheJoeCraft, beziehungsweise damals noch TheYouMinecraft. Von ihm ist das Projekt, er hat es gebaut, es war scheinbar ziemlich aufwendig. Gut, ich weiß, dass es sehr aufwendig war und deswegen werde ich auch offiziell sagen, dass es nicht von mir stammt, diese Welt. Ich kenne mich nicht so gut mit diesen Commands und Redstone-Schaltungen da drin aus, die sind doch etwas zu hoch. Ich habe hier schon ein paar Pfeile gesammelt, weil ich etwas zu früh hier hochgegangen bin, ohne diese Warnschilder zu lesen. Ja. Da ich allerdings im Creative bin, haben mich diese vielen Pfeile nicht getötet. Ich möchte mit euch diese Welt etwas erkunden und dann auch auf die Technik etwas eingehen. So, ich hoffe, dass ich jetzt nicht mit Pfeilen bombardiert werde. Nein, werde ich nicht sehen. So, wir sind jetzt erstmal drinnen. Willkommen, man kann die U-Bahn eine Etage tiefer nutzen. Ah, da vorne hängt eine Karte und was ist das? Ah, hier irgendein Item reinwerfen. Kann man auch mehrere machen? Geht das? Ja, geht. Wir schauen mal, was da auf Lager ist, indem wir hier mal eine ordentliche Schnur Kekse bestellen. Mein Gott, das dauert jetzt ein bisschen. Das kann man dann schneller stellen. Ach, das war's schon. Gut. Das war's scheinbar. Gut. Wir haben jetzt ordentlich Verpflegung. Privat öffnen wir später. Wir gehen später erst in die privaten Räume. Wobei, nee, wir gehen nicht rein. Das ist jedenfalls nicht am Anfang. Vielleicht irgendwann doch noch. Nee, komm, das macht man nicht. Man geht nicht in private Räume. So, wir gehen jetzt erstmal zur U-Bahn. Braucht man dafür irgendwas? Also in meiner Welt, die ich selbst gebaut habe, braucht man für die U-Bahn sein eigenes Minecart. Hier stehen sie schon da. Information. Ist das? Ah, hier steht was. Ich befinde mich hier am Haupteingang Hafen. Eine Unterkunft gibt's. Nein, meine U-Bahn ist weg. Meine U-Bahn ist abgefahren. Ja gut, dritte Station. Besser nicht auf den gleichen. Wir warten einfach mal auf eine neue. Ich denke. So. Jetzt sind wir in der U-Bahn. Ich weiß nicht, wer ist. Ich glaube, es geht nach links. Jetzt sagen wir, machen wir 20 Minuten Fahrt. Die Fahrzeit kann man ja auch etwas raffen. So, wo sind wir hier? Gut, der Zug ist jetzt weg, also bleiben wir hier gleich mal. Gut, hier fängt die Welt an zu backen. Habi. Was ist das? Ah. Das ist eine andere Bahn. Jetzt hat auch der... das hier geladen. Hier ist noch was, da geht es auch wieder zum Südtor. Ja, das ist ein bisschen laggy, aber hey, wir sind da, wir sind da. Ich denke, wir fangen von oben an. Wir arbeiten uns von oben runter. Hier gibt es einen Aufzug. Wir fangen ganz oben an.
Oh, da fehlt wieder was. Ja, das ist der Nachteil an so einer Version. Sind wir oben? Ist es die Eletreen-Station tatsächlich? Wir sind bei dieser sogenannten Eletreen-Station. Ich höre hier schon was. Ah. So, wir sind jetzt ganz oben da angekommen. Ah, hier oben brennt was. Das sieht ja nice aus. Außenrum ist nichts. Nicht. Das ist auch mal nice. Aber mehr kann man hier nicht machen. Nee. Gut, dann gehen wir wieder runter. Und wir laufen Treppenhaus. Komm, wir laufen durchs Treppenhaus. So, jetzt sind wir angekommen, war ein längeres Treppenhaus. Wir sind in. Wo sind wir hier? Zu den funktionalen Etagen geht es weiter runter. Wir sind in der Minecraft-Residenz. Schlüssel haben wir nicht. Gut, wir könnten jetzt weiter mit den Treppen auf die funktionalen Etagen gehen. Das Treppenhaus sieht anders aus und wir machen das jetzt auch. Hey, wir sind sogar schon da. 12. Stock, Melonen- und Kürbisfarm. Ja gut, so interessant ist das nicht. Man kann automatisch, man kann die Farm manuell starten. Komm, das machen wir mal. Hey, da kommt eine Meldung. Aha, hier ist was daneben gegangen. Da ist auch was daneben gegangen. So ganz effektiv ist, scheint sie nicht zu sein. Besser wäre es gewesen, mit einem Minecart das aufzusammeln. Da ist noch was daneben gegangen. Ja, so gut ist es nicht. Aber funktioniert. Komm, was will man mehr? Gut, ich habe dieses Talent, durch Türen zu gehen. Wir gehen weiter. Oh, wir haben 6 Millionen und 2 Kürbisse. Nächste Etage ist dann Energie- und Servierraum. Zutritt nur für Personal. Ich betrachte mich einfach mal als Personal. Dann ist hier der Serverraum. Ui, steht da was drin? Nö. Da steht auch nichts drinnen. Nirgends. Sind die nur zum Spaß da? Scheint so. Sieht so aus. Ja, sind nur zum Spaß da. Und dann haben wir hier die Energieversorgung. Das hier müsste ja auch gut kommen. Das ist Überhitzungssystem, Status, Fehlercode. Zurzeit scheint alles aktiv zu sein, aber woher kommt es? Messung der produzierten Energie? Hier rein. Oh, Energiereaktor. Das sieht ja nice aus. Ganz ehrlich. Schick, so ein. Was für ein Kristall ist das eigentlich? So ein Kristall. So, jetzt ist endlich der Schrott weg. Wir gehen weiter. Wir gehen einfach weiter. Wir gehen weiter. Es war interessant. Hier ist noch was. Hey, nice. Enderei und Enderdrachenkopf. Also vom Design her muss ich schon mal sagen, die Welt ist einfach klasse. Zehnter Stock, Konferenzraum. Oh, Aufzug wieder. Wir sind schon im 10. Stock. Ja, tatsächlich nur 3 Stockwerke höher. Der Aufzug hält nicht. Konferenzraum, gut, der ist einfach nur leer. Sogar, hey, nice mit Beamer. Sieht gut aus. Gut, auf den Tisch laufen sollte man natürlich nicht.
So. Dann, jetzt wird es auch noch interessant. Verwaltung der digitalen Mindcards. Ein Handbuch gibt es dafür. Komm, wir nehmen einfach alles mit, weil wir es können. Die Daten des Digi. Ah ja. Hey, das machen wir doch mal. Also, wir wollen. Wir brauchen. Ach, dazu braucht man Minecraft. Gut. Wir wollen auf jeden Fall Melonen. Wir wollen Kürbisse. Wir wollen Kekse haben. Und wir wollen. Vielleicht gibt es die Bücher sogar in mein. Also im System. 1, 2, 3, 4, passt. Gut, da setzen wir die hin. Werfen eine Melone ein. Ist sie drin? Ja, gut, funktioniert. Geht. Dann setzen wir das nächste hin. Werfen einen Kürbis ein. Dann kommt das nächste Minecart mit einem Keks. Und noch ein Minecart mit. Nein, mit. Wo haben wir es? Da haben wir es. Mit einem von den Handbüchern. Mal sehen, was damit passiert. Ist es jetzt drin? Ja. Ach ja, und dann schicken wir einfach noch Just for Fun ein leeres rein. So. Wir warten jetzt mal, bis die ersten antanzen. Das erste Minecart. Oh, die ersten zwei sind sogar da. Das erste hat ordentlich Melonen gebraucht. Kürbis hat es wieder nur einen gehabt. Oh, die nächsten zwei. Kekse. Das Handbuch. Das hat nichts. Und das hat auch nichts. Also so ganz scheint es noch nicht zu funktionieren ab hier. Aber für die Sachen, die das System automatisch braucht, funktioniert es. Also warum da das Handbuch drin sein? Es kann auch sein, dass ich da aus Versehen eins reingeschmissen habe. So, wir gehen weiter in den achten Stock. Oh, Werkstatt. Das hört sich auch gut an. Werkstatt ist auch gut. Ui. Aha. Per Knopf kann man Items nachbestellen. Aber man kann. Kann man da einfach ein Item reintun? Nee, das geht nicht. Man muss sie ja einrichten. Schade, ist noch nicht eingerichtet. Das kann ich dann auch mal zeigen. So, wir senden das alles jetzt mal zum Hauptlager. Dann haben wir wieder leeres Inventar. So, gut, fast 20 Minuten um. Und hier sind ein Amboss, Steinmetz. Noch im Bau, Öfen. Ah, Kohle. Zwei Amboss. Werkbänke, ja, gut. Wir gehen einfach weiter. Das machen wir jetzt, weil wir es können.
Siebter Stock. Gut, der ist leer. Weiter. Hey, wo geht's hier weiter? Ach, da lang. Lol. Einfach mal die Wolke. Wolkengarten, Bibliothek, also Wolkengarten, denke ich. Oh, ein Garten. Sergius 144, auch ein YouTuber, hat sich hier verewigt, beziehungsweise verewigen lassen. Ist noch nicht so toll. Nee, schade. Schade, schade. Gut, dann gehen wir wieder raus. Wir nehmen uns nochmal ein paar Kekse mit. Komm, weil wir es können. Die Bibliothek ist... Oh, da geht's hoch. Nice. Zaubern kann man auch in der Bibliothek, aber Kekse kann man hier nicht verzaubern. So, da springe ich jetzt einfach runter. Da hätte man vielleicht noch einen Schutzmechanismus einbauen können. Wobei, Mechanismus ist es ja gar nicht. Irgendeine Schutzvorrichtung. Hier nicht, da kann man nicht runterfallen. So, wir gehen weiter runter. Und zwar ist vierter Stock. Wertstofflager, Musikraum. Also, dass das der Musikraum ist, das denke ich, sehen alle. Hey, das ist ja eine nice. Hört sich nice an für den nächsten Wertlager. Oh, ein Iron Golem. Was soll es bereithalten? Hab ich nicht. Passiert auch nichts. Ey, man kommt einfach ins Wertlager. Da hätte ich nicht die Handschaltung gebraucht. Ja, echt. Also. Ausweis vorzeigen scheint. Und die Kekse kommen nochmal weg. Funktioniert ja auch scheinbar. Wir gehen dann weiter runter. Wahrscheinlich noch aus dem Mist drauf. Raula, das ist auch gut. Scheint noch nicht ganz fertig gemacht. Ist das fertig? Aha, so ist die Technik. Gut, da gehen wir später drauf an. Gebrautet. Schade. Also was ich mir hier gewünscht hätte, so ganz habe ich die ganze Welt nämlich auch noch nicht einmal komplett durchexperimentiert, dass hier irgendwo Rezepte stehen. Also eine Kiste mit Büchern, wo Rezepte stehen. Da ist ja auch nichts drin. Das fände ich ganz nice. So. Bier. So, wir gehen jetzt weiter in den ersten Stock. Und zwar sind Lobby und ist es normal? Nö, scheinbar, das ist nicht normal. Dass hier solche Command Blöcke sind. Gut, aber ich denke, das kann ich euch noch erklären, bevor ich dann mal schaue, was da los ist. Und wir dann mit dem zweiten Part weitermachen. So, Aufzug, was haben wir hier? Einen leeren Raum mit einem Banner. Hier runter geht's zum Tunnelsystem, ein sehr kompliziertes Labyrinth. Auch ein leerer Raum. Die Zugsysteme würden mich mal interessieren. Hier noch so eine Art Balkon mit Ausgang. Schöne Aussicht, die man hier hat.
Und dann gehen wir hier hin. Ich hoffe, das funktioniert jetzt halbwegs. Nee, schade. Die Zugsysteme können wir uns leider nicht angucken. Kann man. Nee, schade. Hier scheint irgendwas nicht zu funktionieren. Gut, also ich versuche dann die Welt nochmal neu zu starten und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut. Bis bald. Ciao.